Mir ist da noch was eingefallen, was ich euch unbedingt erzählen muss. Die Heldenreise. Fast jeder hat schon mal von ihr gehört. Ich zeige dir, wie du sie Schritt für Schritt aufbaust. Heute geht es um den Mentor. Und dafür nehme ich euch mit in eine Zeit, in der ich deutlich mehr Hüftspeck hatte, als ich es heute habe. Ich habe mit ca. 20 angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Doch schon viel früher habe ich damit begonnen, Mist in mich hineinzustopfen. Und deswegen hatte ich diese wunderschöne Birnenfigur. Schmale Schultern, breite Hüften. Also fing ich an, mich nach und nach mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Paleo, Low Carb, High Carb, High Fat, High Five und was weiß ich nicht alles. Ich hatte mir enorm viel angelesen und ich wusste, was ich zu tun hatte. Aber ich kam nicht in die Umsetzung. Immer wenn ich kurz davor war, die ein oder andere Diät einmal anzusetzen oder die ein oder andere Ernährungsweise für mich einfach mal auszuprobieren, bin ich wieder auf eine andere gestoßen und habe dann wieder alles umgeschmissen. Irgendwann kam ich zu dem Punkt, Junge, jetzt brauchst du Hilfe. Also habe ich mich nach einem Personal Trainer umgesehen. Ich wurde fündig. Grüße an Cliff. Das meiste von dem, was er mir erzählt hat, wusste ich bereits. Doch nur dank ihm, seiner Kontrolle und seiner Motivation war es zu verdanken, dass ich am Ball geblieben bin. Durch ihn bin ich in die Umsetzung gekommen. Ein guter Mentor drängt dir nichts auf. Er zeigt dir etwas, ohne dich zu zwingen. Wobei, zur ein oder anderen Wiederholung hat Cliff mich schon gezwungen. Das ist damit jedoch nicht gemeint. Das Zwingen bezieht sich auf die Kommunikation. Und warum hast du dich ausgerechnet für Cliff entschieden? Es gibt immer zwei Fragen, die ein Mentor mindestens beantworten muss. Das eine ist die Frage, kann ich dem vertrauen? Und das andere ist, kann der mir helfen? Vertrauen lässt sich unter anderem damit aufbauen, dass man empathisch ist. Zeig deine Empathie, du Witzbold. Und wie? Bei Empathie geht es nicht um Heuchelei. Da kann ich dich aber total gut verstehen, kenne ich alles. Erneut geht es darum, dass du deine Zielgruppe kennst. In welcher Situation befindet sie sich? Und warst du einmal in einer ähnlichen Situation? Zu Cliff zum Beispiel habe ich Vertrauen gefasst, da er kein Hungerhaken war. Ich konnte anhand seiner Statur schon sehen, dass er ebenfalls aufpassen muss, was er isst. Ich war auf der Suche nach jemandem, der weiß, wie es ist, wenn jede Nudel sich gleich um die Hüften wickelt. Und seine Kompetenz hat er unter anderem durch sein Studio nachgewiesen. Denn längst nicht alle Personal Trainer haben ein eigenes Studio. Als Unternehmen ist es wichtig, dass du das Vertrauen und den Respekt deiner Kunden gewinnst. Kommuniziere klar, warum du deine Kunden verstehst und warum du ihnen helfen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse für dein Marketing geben, wünsche dir viel Spaß beim Entwickeln deiner Geschichte und wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir gerne. Bis zum nächsten Mal.